Leute, Kramix hier, was geht euch, Paul Berger, und heute werden wir testen, ob wir ein guter Mensch sind, Leute. Lasst mal ein Like und ein Abo da, denn dieses Spiel soll testen, ob man ein guter Mensch oder ein böser Mensch ist, Freunde. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ihr könnt auf jeden Fall auch mal immer in die Kommentare schreiben, was ihr gewählt hättet. Wie gesagt, liken und abonnieren, und wir kommen jetzt nämlich hier zur ersten Frage. Leute, und zwar hier rollt ein Zug auf 5 Leute zu, aber wir können hier einen Hebel drücken, und wenn man diesen Hebel auswählt, Leute, dann kann man den Zug nur auf einen fahren lassen. Also entweder wir retten eine Person oder wir retten 5 Personen. Oh, beides ist irgendwie total schlecht. Also in jedem Fall wird auf jeden Fall irgendjemand sterben, Leute. Was würdet ihr machen? Also eigentlich eine ganz klare Sache. Wenn man die Möglichkeit hat, 5 Leben zu retten, würde ich eher 5 Leben retten als nur ein Leben. Es tut mir leid, Bro, da oben, aber ich habe den Hebel, ja, und er ist weg. Aber Leute, 73% hätten das Gleiche gemacht. Also Leute, bis jetzt sind wir noch ein guter Mensch. 73% hätten gleich entschieden. Ist natürlich immer generell eine schwierige Frage, Leute. Aber Leute, was sollen wir machen? Okay, hä, was ist das denn jetzt hier? Oh mein Gott, was? Okay, jetzt in dem nächsten Fall haben wir die Möglichkeit, 4 Leben zu retten oder 5 Leben zu retten. Ey, es ist halt im Prinzip das gleiche Ding. Es ist sehr, sehr schwierig. Aber auch da würde ich sagen, würde ich mich so entscheiden, dass ich eher mehr Leute rette. Versteht ihr, wie ich meine? Es ist ganz schwierig. Und zwar, ja, es tut mir leid an die 4 da oben. Und ihr seid weg. Oh mein Gott, Leute. Aber 66% hätten sich wieder gleich entschieden. Okay, also bis jetzt sind wir echt noch ein guter Mensch, Leute. Hättet ihr das auch so gemacht? Okay, Level 3, Leute. Was? Your life savings. Also alle meine Ersparnisse, die ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe. Oh Gott. Okay, also entweder alle meine Ersparnisse, quasi mein ganzes Geld ist weg und ich bin arm, Leute, und habe nichts mehr. Oder 5 Menschenleben retten. Das tut natürlich auch schon weh, Leute, wieder quasi komplett von vorne anzufangen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, Geld kommt, Geld geht. Ich würde hier auf jeden Fall auch die 5 Leben retten, weil, ja, Geld kann man immer wieder verdienen, Leute. Okay, und tschüss. Oh mein Gott, nein, meine Ersparnisse, es ist weg. Aber 61% hätten sich auch so entschieden, okay. Aber es ist krass, fast 40% hätten lieber ihr Geld gerettet. Schade. Sehr, sehr schade. Oh mein Gott, was? Also wir können jetzt hier selbst den Hebel wählen. Und entweder wir würden uns jetzt selbst retten. Boah, das ist jetzt natürlich eine eklige Frage. Das ist jetzt natürlich eine ganz eklige Frage. Also entweder wir retten uns selbst oder wir retten 5 Leben. Also eigentlich, sage ich ehrlich, müsste ich hier auch wie nach dem gleichen Prinzip gehen von vorhin, wo ich gesagt habe, ne, 1 gegen 5, die Mehrzahl gewinnt. Aber Leute, wenn man jetzt mal ganz realistisch ist und stellen wir uns mal vor, es wäre wirklich so, man würde da liegen, man wüsste, ey, man müsste eine Entscheidung treffen. Und ich glaube am Ende des Tages, dass in uns allen Menschen der Überlebensinstinkt so stark ist, dass man da halt einfach, ja, man ist sich halt leider immer selbst am nächsten, ne? Bro, ich würde mich selbst retten. Ich bin realistisch. Ich bin ehrlich, Leute. Ich würde mich selbst retten. Was? Oha, und 60% agreeen. Also 60% haben die gleiche Meinung wie wir, Leute. Okay, also wir sind immer noch kein schlechter Mensch. Wir sind, glaube ich, noch ein guter Mensch, oder? Leute, bin ich noch ein guter Mensch, auch wenn ich mich selbst gerettet hätte? Was hättet ihr gemacht? Oh Gott, Leute, okay. Weiter geht's. Okay, Leute, also auch wieder 5 Männchen oder die originale Mona Lisa. Also das originale Mona Lisa-Bild würde zerstört werden. Bro, klar, natürlich wäre ein kultureller Verlust, wenn das Bild jetzt weg wäre, aber yo, mein Gott, Leute, ist ein Bild. Ist mir egal. Da würde ich echt eher die 5 Menschen retten. Ganz klare Sache. 77% sehen das genauso. Oha, was haben wir jetzt hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt schwierig. Also, wir haben hier einen, in beiden Fällen einen Menschen liegen. Und einer von diesen Menschen, der mit dem Hut, das soll hier so jemand Reiches sein, so ein reicher Mensch. Und der gibt mir $500.000 dafür, dass ich den Hebel drücke. Boah, das ist jetzt natürlich eine ganz schwierige Frage, Leute. Weil, ey, ganz ehrlich, Mensch ist Mensch, Leben ist Leben. Das darf man nicht mit Geld aufwiegen. Aber andererseits, ich muss mich ja sowieso für eins entscheiden. Also, ich müsste mich so oder so entscheiden. Also, einer von beiden wird so oder so sterben, ob ich nichts mache oder ob ich den Hebel drücke. Und wenn man dann 500.000 angeboten bekommt, noch mitzunehmen. Boah, es tut mir, es ist, Bro, es ist ekelhaft. Es ist ehrenlos. Es ist wirklich ehrenlos. Ey, Mann, was sind das hier für Fragen? Aber es wäre so oder so, wisst ihr, wie ich meine? Es würde so oder so jemand. Alter, okay, das wäre ein 50-50-Ding. Okay, Leute, sind wir schlechte Menschen? Sind wir schlechte Menschen? Das wäre jetzt wirklich so ein 50-50-Ding gewesen. Ey, ganz schweres Ding. Hier würde mich jetzt mal wirklich interessieren, was ihr gemacht hättet. Vielleicht könnte man ja dann diese 500.000 irgendwie dann der Familie des Opfers spenden. Ja, aber es wird nicht viel ändern. Ach, es ist schwierig. Es ist ganz schwierig, Leute. Wir machen weiter. Nächste Frage. Oh mein Gott, was? Okay, also entweder wir können jetzt hier 5 Hummer retten oder eine Katze. Boah,
ey, was sind das denn für unmoralische Fragen? Es ist schwierig. Also ich würde hier in dem Sinne, würde ich sagen, ich würde die 5 Hummer opfern. Es ist klar, es sind auch 5 Leben, aber irgendwie so eine Katze ist irgendwie, ist wahrscheinlich ein Haustier. Da hängt irgendwie eine Familie noch dran. Keine Ahnung, ey, es ist schwierig. Ich würde leider die Katze retten. Ich würde leider die Katze retten. Okay, 85% haben mir zugestimmt. Ja, okay. Das ist schwierig. Was haben wir jetzt hier? Oh, 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 Leute. Okay, also, ein Zug fährt auf 5 Leute los, aber die schlafen. Sie würden den Schmerz nicht spüren. Oder auf eine Person, die halt wach ist. Ich würde trotzdem die 5 retten. Weil ob die jetzt schlafen oder nicht, ich würde trotzdem die 5 retten. Ich würde trotzdem die 5 retten. Alter, nur 52% sehen das auch so. Also das ist auch fast so ein 50-50-Ding. Okay, jetzt hier auch eine sehr interessante Frage. Die 5 Leute haben sich jetzt hier dieses Mal selbst, also ne, tied themselves to the track. Also die haben sich da selbst angeschnürt quasi. Oder zu einer Person, die da quasi, ja, nicht von selbst ist. Die wurde da aus Versehen, ja, gefangen so. Ja. Boah, da muss ich jetzt aber ganz klar sagen, ey, die haben sich das selbst, ja, die sind selbst schuld. Da rette ich den einen, der da nichts dafür kann. Ey, also wenn man sich selbst da, der, lost, da rette ich den. Ah, und das sehen auch 80% so. 79% sehen das so. Okay, sehr gut. So. Oh, okay, jetzt eine ganz, ganz schwere Frage. Jetzt hier im nächsten Level ist es nämlich so, dass der Hebel den Zug nur noch schneller macht. Das heißt, wir können keinen retten. Irgendjemand wird sowieso sterben, aber es wird schneller gehen. Also wenn wir den, also da, wo wir uns dafür entscheiden, da wird es schneller gehen und ist dann quasi weniger schmerzvoll, der Tod. Ich finde aber, der Zug ist so oder so schnell, also ich mache da keinen Unterschied. Da würde ich dann halt auch einfach wieder die 5 Leute retten und, Ach so! Oh mein Gott, ich hab's falsch verstanden! Ich hätte jetzt nicht die retten können, sondern einfach nur, ob langsam oder schnell. Ach so, okay. Aber wir haben schnell gemacht. Ist gut, weil dadurch ist es schneller vorbei. Und das haben auch 71% haben das auch so gesehen. Okay. Okay, Leute. Also ganz, ganz loste Frage. Wenn wir ihn jetzt retten wollen, dann können wir den Hebel drücken, aber dann wird unser nächstes Amazon-Paket zu spät ankommen. Ich würde einfach mal sagen, das können wir dafür in Kauf nehmen, dafür, dass der Paul Berger hier gerettet wird. So. Dann kommt halt mal unser Amazon-Paket spät. Ach, nur 80% sehen das so? Hä? 20% würden jemanden sterben lassen, damit ihre Amazon-Bestellung nicht zu spät kommt? Okay, Leute. Oh, Alter, oh mein Gott, das ist hart. Das ist hart, Leute. Also, wir müssen uns jetzt hier entscheiden zwischen unserem besten Freund oder 5 fremden Leuten. Also eigentlich rein moralisch müssten wir halt die 5 Leute retten. Aber bester Freund, Alter, boah, das ist so schwierig. Was würdet ihr machen, Leute? Ich würde, boah, ich weiß nicht, das ist egoistisch. Es ist egoistisch. Es wäre, glaube ich, sehr, sehr egoistisch, seinen besten Freund zu retten, weil man will selbst ja nicht den Schmerz haben und einen Freund verlieren. Aber dafür haben dann 5 andere Familien mehr, also beziehungsweise 4 Familien mehr Schmerz. Ach, boah. Boah, ey, Leute, ich weiß es nicht. Was würdet ihr machen? Wenn ich mich jetzt in die Lage reinversetze und es wäre in dem Moment wirklich so und ich müsste jetzt schnell eine Entscheidung fällen, ich glaube, ich würde meinen besten Freund retten. Leute, don't judge me. Aber 71% sind der gleichen Meinung. Also bis jetzt waren wir immer mit der Mehrheit. Ich glaube, wir sind kein schlechter Mensch, Leute. Wir können kein schlechter Mensch sein. Alter, okay, krass. Okay, Leute, jetzt im nächsten Level ist auch wieder, hier liegen 5 Leute, hier liegt eine Person, aber es ist verschwommen. Wir sehen nicht, wer das ist. Wir haben keine Brille dabei und deswegen ist jetzt hier gerade verschwommen. Könnte ja auch sein, dass jetzt hier unsere Mutter liegt oder sowas. Oder unsere Frau oder unser Kind oder keine Ahnung was. Boah, schwierig. Ja, ich weiß es halt jetzt nicht, ne? Wenn man es nicht weiß, dann würde ich jetzt wirklich einfach sagen, gehe ich nach dem Mehrheitsprinzip und würde dann halt einfach die 5 Leute retten. 53% waren der gleichen Meinung wie wir. Und was war es jetzt? Oh, und wir haben nie erfahren, was war. Okay, das ist gut. Alter, okay. Hier liegt der Cousin ersten Grades, also direkter Cousin. Oder Cousin zweiten Grades, also so Groß-Cousin. Oder Groß-Cousin und Cousin. Boah, irgendwie schwieriges Ding. Schwieriges Ding. Ist ja irgendwo auch Familie. In der Regel sieht man seinen normalen Cousin ja öfter als Großcousin so. Da würde ich jetzt einfach nach dem Prinzip gehen,
Zu welchem Menschen hast du ein besser... Also bei mir wäre jetzt allein schon so bester Freund, würde dem überwiegen. Da würde ich dann einfach nach dem Prinzip gehen, was mir dann in dem Sinne mehr bedeutet. Mit welchem Mensch ich mehr Kontakt habe. Deswegen, ja. 41, nein! Oh mein Gott, Leute, das ist das erste Mal, dass ich mich hier entschieden habe, wo die Mehrheit der nicht dafür war. Leute, ich glaube, wir sind ein schlechter Mensch. Ich glaube, wir sind ein schlechter Mensch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, also hier liegt ein Baby. Wirklich so ein komplett neugeborenes Baby. Oder 5 ältere Leute. Oh, Bro. Man kann, das geht von Natur aus nicht. Man kann kein Baby auf dem Gewissen haben. Ich würde einfach sagen, klar, die sehen jetzt nicht super alt aus, aber da würde ich sagen, ey, yo, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt euer Leben gut gelebt. Ich würde das Baby retten. Es geht nicht. Man kann kein Baby auf dem Gewissen haben. Tut mir leid. Und 76... Oh Gott, okay. 76% sind zum Glück der gleichen Meinung wie ich, Leute. Okay. Was ist das jetzt hier für eine Frage? Also, es gibt hier entweder 5 Klone von mir oder ich halt an sich. Aber Leute, ich würde gar nicht wollen, dass es Klone von mir gibt. Weil, guck mal, wenn ich mich jetzt dann umbringen würde, also wenn ich jetzt sagen würde, der Zug soll mich überfahren, dann würde es mich 5-mal geben. Safe nicht. Weg mit den Klonen, es gibt nur ein iCramix OG. Ihr wisst Bescheid, 88% sehen es natürlich auch so. Okay, was haben wir hier? Oh. Okay, also wir wissen, hier sind 2 Boxen. Bei der einen Box ist 50% Wahrscheinlichkeit, dass 2 Personen drin sind. Hier ist 10% Wahrscheinlichkeit, dass 10 People, also Menschen aber drin sind. Bro, hier würde ich, ich würde voll Risiko gehen. Weil ganz ehrlich, also hier ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass generell 2 drin sind. 10% ist nicht so hoch. Ich würde die 10% nehmen und einfach hoffen, dass da nicht 10 Leute drin sind. 56%. 56% sind es auch so. Ja, okay, ganz easy. Die Roboter. Roboter kannst du ja immer wieder bauen. Natürlich Roboter weg damit. Ein Menschenleben ist unersetzlich. Okay. Was ist das für eine Frage? Also entweder trifft hier die Bahn 3 weitere Bahnen, die 900.000 Dollar wert sind. Oder eine Bahn, die 300.000 Dollar wert ist. Nämlich eine Bahn, die weniger wert ist, damit der Schaden geringer ist. Wo ist der Sinn? Ja, 78% sehen es auch so. Okay, Leute, wir kommen zur nächsten Frage. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, den Bahnfahrer zu trollen, aber da passiert einfach nichts. Also nichts ist da. Dann würde ich auch nichts machen. Und nur 37% sind meiner Meinung. Also alle würden den Fahrer pranken. Oh, obwohl, Leute, die Frage nehmen wir hier noch mit. Und zwar entweder, das ist jetzt auch interessant, da könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet. Entweder hier ein schlechter Mensch oder ein guter Mensch, ja? Also sagen wir mal, der war, keine Ahnung, hat vielleicht auch schon mal jemanden umgebracht, saß im Knast oder jemand, der noch nie was falsch gemacht hat. Ja, ganz für mich eine klare Sache, da würde ich den Menschen retten, der halt gut ist, ne? Ist halt so, tut mir leid. Tut mir leid, Leute. Aber 80% sind der gleichen Meinung wie ich. Aber gut, Leute, das soll es gewesen sein von dem Spiel. Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Bin ich ein schlechter Mensch? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Kramix.